Vielen Dank, Herr Präsident. Liebe Kollegen, liebe Eltern und Erwachsene, Lachgas, da war doch was. Und ich zeige Ihnen, um was es geht. Das sind die niedlichen kleinen Lachgasampullen, die seit März 2024 im Landkreis Gifhorn an über 12 Snackautomaten verteilt werden. Ich habe diese Ampulle von der Polizeikommission Gifhorn. Was ist seitdem passiert? Aufgrund der Elternproteste in Gifhorn kam es zu einem Brandbrief an Herrn Lauterbach im Mai und zu der Initiative der Landesregierung am 14. Juni im Bundestag auf ein Verbot des Verkaufs von Gaskartuschen mit mehr als 8 Gramm hinzuwirken. Wo stehen wir heute, 100 Tage später? Die Lachgasautomaten in Gifhorn gibt es immer noch. Und statt nicht nur Lachgas kann man jetzt auch da noch Cannabissamen kaufen. Wunderbare Welt des Drogenkonsums unter Rot-Grün. Die Polizei wendet bundesweit, aber auch im Landkreis Gifhorn, immer mehr Lachgas, diese großen Ampullen, die ich gezeigt habe, im Kofferraum. Und es gibt immer mehr Verkehrsunterfälle unter Lachgaskonsum. Was ist aus dem Bund und aus dem SPD-geführten Gesundheitsministerium zu vernehmen? Herr Lauterbach hat eine rasche Prüfung angekündigt. Wann kommt endlich das Verkaufsverbot, Herr Minister Filippi? Warum ist 100 Tage bis heute nichts passiert? Ist das die Niedersachsen-Geschwindigkeit? Nein, das können wir uns tatsächlich nicht leisten. Am 12. Juni hat immerhin der Landrat im Kreis Helmstedt reagiert und eine allgemeine... Herr Maschewski-Drewes, lassen Sie eine Zwischenfrage der Abgeordneten Schendel zu? Bitte, jawohl. Bitte schön, Frau Schendel. Ja, Herr Maschewski-Drewes, Sie werben ja hier sehr exakt dafür, dass ein Verkaufsverbot kommen soll. Wie erklären Sie uns dann, dass Ihre Kreistagsfraktion im Rat Kreistag Gifhorn dafür plädiert, die Automatenhändler und die anderen Händler einfach nur für einen zu werben, dass sie das freiwillig einschränken, wenn sie doch eigentlich so sehr für ein Verbot sind? Warum setzen Sie da auf Freiwilligkeit? Das erklärt sich mir nicht. Kollege Maschewski-Drewes, ja. Es gibt noch eine weitere Zwischenfrage. Sie können ja erst mal antworten. Erlauben Sie mir die erste. Das nächste wäre Frau Schüssler. Wunderbar. Ich freue mich ausdrücklich, dass Sie mich darauf ansprechen über das Beratungsprotokoll des Jugendausschusses. Dort gibt es einen Antrag der SPD, also auch diese Gemeinverfügung, so wie es in Helmstedt gemacht worden ist, die Gefahrenabwehrverordnung einzuführen. Warum der SPD-Landrat das bisher nicht von sich aus gemacht hat und dem Vorbild aus Helmstedt gefolgt ist, entzieht sich allen. Ich habe zusätzlich als erweiterten Änderungsantrag eingebracht, dass bis es endlich ein Verbot auf Bundesebene gibt, eine freiwillige Vereinbarung mit den Automatenherstellern gibt, jeglichen Verkauf von Lachgas in Snackautomaten zu verbieten, und zwar auch für Erwachsene. Unser Vorschlag ist also deutlich weitergehend als Ihre Initiative im SPD. Die SPD von der Kreisrat vorführt. Wir gibt ja die nächste Zwischenfrage der Abgeordneten Schüssler. Lassen Sie die auch zu? Selbstverständlich. Bitte schön, Frau Schüssler. Vielen Dank. Ich hätte gar nicht gesprochen, weil ich so heiser bin. Aber ich wollte jetzt trotzdem einmal gefragt haben, warum, wenn Sie das so intensiv hier diskutieren und der Meinung sind, dass der Antrag nicht weitgehend genug ist, warum von Ihrer Seite in dem Ausschuss, in dem wir den behandelt haben, keine einzige Rückfrage kam, kein Gegenantrag gestellt wurde und Sie jetzt hier eben was ganz anderes sagen? So, jetzt sind wir auch alle gespannt auf die Antwort des Abgeordneten Maschewski-Drewes. Jetzt sind wir tatsächlich, Sie können wirklich gespannt sein. Also ich empfehle Ihnen tatsächlich, das Protokoll zu lesen. Der Landrat, SPD-Landrat Herr Heilmann, weigerte sich, so steht es in der Begründung, Ihr Keifen zeigt mir, dass ich recht habe. Herr Maschewski-Drewes, kleinen Moment bitte. Jetzt beruhigen wir uns. Frau Schüssler hat eine Frage gestellt und jetzt wird geantwortet. Bitte schön. Danke. Der SPD-Landrat äußert sich in seiner Verwaltung, das können Sie alles nachlesen, dass er der Meinung ist, dass so eine Allgemeinverfügung nicht zulässig sei. Ich habe doch jetzt bitte zuhören, es ist zur Sache. Ich habe dann im weiteren Beratungsverlauf gefragt, wenn wir doch dem alle zustimmen, dass es zu einem Verkaufsverbot an Jugendlichen an Snackautomaten kommt, ob dann die Verwaltung eine abweichende Meinung hat und
tatsächlich jetzt zu dieser Allgemeinverfügung kommt, die Antwort der Verwaltung war, es würde wahrscheinlich dazu kommen. Daraufhin habe ich gefragt, die Verwaltung, warum wird nicht sofort diese Allgemeinverfügung durchgeführt? Danach kam nur noch Schweigen im Walde. Damit ist ja die Frage beantwortet. Festzuhalten ist Folgendes. So eine Allgemeinverfügung, ich habe auch den Kollegen der CDU aus dem Kreis Harburg gefragt, kann jeder Landrat sofort in Niedersachsen erlassen. Und es muss eigentlich auch jeder Landrat erlassen, da die Landesregierung nicht handelt. Wir müssen endlich unsere Jugend schützen vor dem Lachgas. So, das war jetzt die Beantwortung der Frage, wenn sie auch ziemlich lang war. Jetzt können Sie gern Ihren Beitrag weiter fortsetzen. Bitte schön. Sehr geehrter Präsident, ich bedanke mich dafür. Ich freue mich über die erregte Diskussion und Debatte. Ich lade Sie selbstverständlich zur nächsten Kreistagssitzung im Oktober ein, wo wir das Thema behandeln. Bleiben Sie ruhig. Jetzt warten wir, Maschewski-Drewes, so lange, bis hier Ruhe ist. Jetzt warten wir so lange, bis hier erstmal Ruhe ist. Und dann gibt es gleich möglicherweise die nächste Zwischenfrage. Aber zunächst einmal fahren Sie dann jetzt bitte fort, wenn Ruhe ist. Liebe verehrte Abgeordnete, sehr geehrter Herr Minister Dr. Filippi, demnächst wird wieder das ZDF im Landkreis Gifhorn auftauchen, um der Sache sich anzunehmen. Ob extra drei kommt, weiß ich nicht, wäre sicherlich auch sinnvoll. Ich bitte Sie, Herr Dr. Filippi, das sage ich als Kollege, bitte sorgen Sie dafür, dass endlich das Bundesgesundheitsministerium ins Handeln kommt. Das ist eine Bitte, ein Wunsch, und ich kann Ihnen auch mitteilen, das ist der Wunsch der Elternschaft im Landkreis Gifhorn. Vielen Dank.